Mois, 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 überall Mois. Ich werde noch narrisch mit deinen scheiß Viecher. Gute und herzlich willkommen heute wieder von Tobis Streuobstwiese. Heute geht es um die Mäusebekämpfung Teil 2 mit Wiesel und Hermelin. Das Mauswiesel ist weltweit das kleinste Raubtier und gehört zur Familie der Marder. Der nächste Verwandte des Mauswiesel ist das Hermelin. Das Hermelin ist etwas größer, hat eine schwarze Schwanzspitze und es wechselt im Winter die Fellfarbe zu weiß. Das macht das Wiesel nicht. Daran kann man sie eigentlich vor allem im Winter sehr gut auseinanderhalten. Hier bei mir auf der Wiese bzw. in direkter Nachbarschaft habe ich schon öfters im Winter ein Hermelin rumspringen gesehen. Mein Ziel ist jetzt mit dem Bau meiner Hermelinburg mit den Steinen hier hinter mir das Mauswiesel bzw. Hermelin hier hoch zu mir auf die Wiese zu locken. 2015 wurde das Wiesel aus der Liste der jagdbaren Tiere herausgenommen, darf also nicht mehr gejagt werden. Das Mauswiesel besiedelt eigentlich ganz Europa, außer Island und Irland. Es ist überall dort anzutreffen, wo es den passenden Lebensraum hat und vor allem genug Nahrung. Die Hauptnahrung des Mauswiesel und des Hermelins sind Wühlmäuse, Feldmäuse, frisst aber auch mal einen Maulwurf, Vögel oder Vögeleier und geht sogar auch an kleine Kaninchen. Brauchst du jetzt hier bei mir von mir aus nicht fressen, mir reicht es, wenn es die ganze Mäuse wegfrisst. Hat es genug zu tun. So, dann geht's jetzt los und wir bauen mal zusammen jetzt die Burg. Also das Teil hier habe ich beim Schwiegervater in der Scheuer gefunden. Keine Ahnung, was das mal ursprünglich war. Ich kenne Sauerkrautsteine aus dem Material, aber was das hier jetzt mal war, keine Ahnung. Das werde ich jetzt als Grundding der Höhle benutzen. Also schlägt so rum hin. Kuckuck. Jetzt hier gerade sind Löcher von Mäusen im Boden. Da lege ich das Ding jetzt gerade drauf. Da kann das Wiesel direkt in die Speisekammer. Die Rückseite wird komplett verschlossen. Kleine Loch hier oben, das wird dem Wiesel auf jeden Fall als Eingang reichen und dem Hermelin auch. Man muss sich vorstellen, die jagen die Mäuse in ihren Gängen. Also so ein Mauseloch hat so 3,5 bis maximal 5 cm Durchmesser und da schlupfen die Wiesel und die Hermeline drin rum und das passt hier auch auf jeden Fall rein. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist den Eingangbereich so zu schützen, dass kein Marder und auch kein Fuchs oder eine Katze oder sonst irgendein Tier, das auch ein Wiesel jagen würde, an den Brutraum drankommt. Also wenn ich jetzt hier so messen würde, da haben wir 5 cm, ich weiß gar nicht, vielleicht könnte sich da ein Marder auch durchschlängeln. Um den Eingangsbereich zu schützen, lege ich jetzt komplett so einen Sandstein drauf. Der das ein bisschen überbrückt. So, jetzt wird mit dem restlichen Stein das Ding umpackt. Bei meiner Hanglage hier muss ich natürlich auch gucken, dass ich das alles so aufeinander lege, dass das nicht runterrollt.
Das ganze Teil wird dann so nach und nach, immer wenn ich mal wieder ein paar Steine auf dem Friedhof oder auf der Baustelle finde, eingepackt, bis es ein großer Berg ist. Es überall so große Hohlräume entstehen. Es ist gewollt, dass meine Wiesel ganz flink überall drin rumwieseln können. Die Rückseite, das schütze ich gleich ein bisschen ab, dass das keiner umschmeißt. Natürlich verwende ich auch so alte Abschnitte aus der Werkstatt. Zu schade zum Wegwerfen und für sowas kann man es doch auf jeden Fall benutzen. Der Anfang für meine Wiesel Hämmerlingburg ist jetzt gemacht und die können, wenn sie wollen, mir aus gleich heute Nacht einziehen. Und um das regelmäßig zu überprüfen, hänge ich jetzt meine Wildkamera auf, um zu gucken, ob heute Nacht vielleicht schon irgendwelche Spekulanten mal vorbeischauen. Die Wildkamera, die habe ich jetzt hier schon 1-2 Wochen auf der Wiese im Einsatz. Das Unboxing der Kamera und ein paar Aufnahmen werden demnächst in einem Video folgen. Also ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. War abgeschlossen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer als erstes hier an meiner Burg vorbeischaut. Mir ist natürlich klar, dass hier auf der Wiese jetzt ein paar Obstbäume stehen. Aber sonst noch kein Unterschlupf für das Mauswesel. Also das Mauswesel wird jetzt nicht denken, oh cool, ein Steinhaufe, da ziehe ich doch gleich auf die Wiese. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber ich habe jetzt mittlerweile in Planung, die ganzen 2000 Quadratmeter hier von meiner Wiese mit einer Hecke zu umgeben. Ich bin auch schon kräftig dabei, Stecklinge vorzuziehen von einheimischen Gehölzen. Jetzt haben wir hier einen Blick in meine Stecklingskiste. Hier sind schon ganz viele Strauchstecklinge, die ich heranziehen will für die Hecke auf der Streuobstwiese. Wie man sieht, funktioniert es ganz gut. Imperlit. Wie genau ich das Imperlit mache, dazu wird es noch später ein Video geben. Hier kann man ganz gut sehen, die Johannisbeere treibt schon ganz gut aus. Hier haben wir zum Beispiel Holunder, der treibt auch schon ganz gut aus. Feuerdorn ist dabei. Zierquitten, alles was ich so finde. Beziehungsweise einheimische Heckenpflanzen. Wenn ihr vielleicht noch ein paar Heckenpflanzen habt oder euren Schnitt macht, könnt ihr mir gerne ein paar Stecklinge schicken. Schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare. Und jetzt zum Abschluss zeige ich Ihnen noch, wie groß eigentlich die Wiese ist. Also das ist schon ein Mammutprojekt, das Ding mit einer Hecke zu umgeben. So, das war's heute zum Thema Wiesel und Hermelin. Im dritten Teil der Mäusebekämpfung wird es dann um die Bekämpfung mit Katzen und um die Vergrämung durch Pflanzen gehen. Ich habe auch noch weitere größere Projekte hier bei mir auf der Wiese geplant. Wenn Sie hier hinten gucken, ist schon der erste Anfang gemacht. Hier wird noch ein großer Teich entstehen. Bin ich aber noch am Planen, wie ich den genau mache, weil ich muss hier erst eine Terrasse anlegen. Und die Frage ist, schütte ich erst alles auf und grab dann ein Loch oder mache ich quasi nur einen Wall, um dann schon das Loch so gut wie gegraben zu haben. Das sind noch ein paar Sachen, die ich am Überlegen bin. Gibt auf jeden Fall noch viel hier zu tun in meinem kleinen Naturschutzgebiet. Die Hecke muss da noch gesetzt werden. Um dies alles nicht zu verpassen, abonniert doch einfach meinen Kanal. Und hat dir das Video heute gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.